Jeder Zuschauer auf der Welt hat seinen Lieblingsstreamer, seinen Lieblingsstreamer, sein Liebling, den er zuguckt. Die gucken ihn einfach lieber, der ist einfach von der Art her geiler, der ist witziger, der ist vielleicht ein bisschen ruhiger, der hat keine roten Haare, so weißt du? Warum sollte ich denen im Wege stehen? Ich werde alle aufbauen, ich werde ganz Twitch aufbauen, ich werde jeden Einzelnen, ich werde so versuchen, so viele kleine Streamer zu raiden und zu supporten, wie es geht. Aber hört meine Worte, nach diesem Lieblingsstreamer von allen auf der Welt bin ich der Beste. Ich werde so groß auf dem Bildschirm. Du verdeckst ein Viertel, Spaß weiter so. Okay, alles klar, Brudi. Für dich mache ich mich sogar noch kleiner. Wie eine Raubkatze. Wir sind wie eine kleine Tiger. Mit Down-Syndrom, die sich an die Beute hineinschleicht. Wir warten an der Hügelkante, bis wir zuschlagen. Gucken leicht über die Hügelkante und sehen unsere Beute. Die Beute ist bereit, erlegt zu werden. Die Beute weiß, was sie erwartet. Sie hat Angst. Und wenn man ganz leicht ranschleicht, dann hört die Person einen auch nicht. Aber wenn du kurz davor bist, die Beute zu erlegen, dann erschreckst du sie noch kurz.
Was geht hier ab? Die spammen das RIP-Emote. Das sind auch Stream-Sniper gewesen. Noch nie so gerne für einen Streamer ein Sub dagelassen. Sympathischer Typ, beste Grüße aus Hamburg. Ja, vielen, vielen Dank. Ausrufezeichen. Bis in den Unterarm. Hashtag Elite. Haha. Vielen, vielen Dank, Bro. Ordentlich Liebe für ihn in den Chat. Aber Chat, wir machen kurz eine ruhige Einsteigerrunde. Und ich bitte jetzt mal ganz kurz um Ruhe, damit ich eine YouTube-Ankündigung machen kann. 3, 2, 1. Moin Leute, Trimix hier. Ist wieder soweit. Spielen eine Runde Fortnite. Heute mit dabei niemand außer meine Eier. Wir geben Moisty Meier danach in den Knast. Mal schauen, was uns erwartet. Dann will ich mal sagen, auf geht's. Die rote Bestie. Oh ja. Da ist einfach schon einer am Scheißbaum. Der ist einfach schon am Baum gewesen. Keine Waffe. Nein. Darfst du doch nicht pauken wie eine Dampfwanne. Kann mich ja so gut wehren. Scheiße. Moin Leute, Trimix hier und ich habe keine Waffe. Abo27, bester Streamer der Welt. Gönn dir. Hier mit 15 Euro. Und kann ich vom Chat mal bitte ein Top-Donation-Emote haben? Ich wiederhole, Top-Donation-Emote bitte in den Chat für Abo27, du geiles Stück Existenz. Boah, hier ist ja überall eine Waffe, du. Das Spiel macht aber gerade... Das zickt ein bisschen rum gerade. Statt eine Pump oder so. Erstmal schlicht eine miese Pistole. Zieht und Marcel, danke für die Subs. Vielen, vielen Dank und Liebe bitte für die Subscriber in den Chat. Resub, mach weiter so. Ja, moin, Digga. Also wie gesagt, ich habe eine Pistole. Der Gegner hat eine halbautomatische Sniper. Und wir schauen mal, wie das wird. Ich mache jetzt eine kleine Ankündigung hier in den Stream. Wenn ich diese Runde wirklich noch gewinnen sollte, dann werde ich meinen Kopf so doll auf den Tisch hauen, dass ich mich selber damit ausnocke. Okay? Also, der Call ist da. Sollte ich das Game gewinnen, knock ich meinen scheiß Dreckskopf selber aus.
Ich will doch nur Rüstung. Ich tu doch nichts. Boah, das ist aber auch ein Flautenloot hier schon wieder, ne? Meine Fresse. Krokodile 007. Danke für den Sub. Kuss aufs Auge. Ist heute was gekommen? Was meinst du gekommen, Bro? Ein Paket? Paket ist nicht gekommen, Bro. Oder was meinst du? Hast du mir irgendwas geschickt? Abo 27. Hier nochmal 15 Euro. Er schreibt einfach nichts dazu. Alles klar. Geiler Typ. Lukas T. Twitch Prime! Naja, weiterhin Abo mit der Top Donation hier. Top, Top, Top Donation. Oh, tut das gut. Geile Sau. Vielen, vielen Dank. Und danke hier auch an den Twitch Prime. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal in die Zone. Und wie gesagt, das wird halt ein harter Struggle hier, ne? Captain Bonanza. Twitch Prime! Darfst du doch nicht tauchen wie eine Dampframme. Die ganzen Twitch Primes hier werden ausgepackt. Also ich überlebe genau nur noch 60 Sekunden. Entweder finde ich Verbände oder mein Arsch läuft auf Glatteis. Sollte ich diese Runde irgendwie noch gewinnen, werde ich mich selber mit meinem Tisch ausnocken. 60 Sekunden fangen ab jetzt an. Und ich bin gespannt, ob wir tatsächlich noch Verbände finden. Weil in die Zone, das wird ein knappes Ding. So, Hütte, Verbände, dann safe. Da vorne ist ein Gegner. Lol, da liegen echt Verbände. Gehen hier ab. Auf einmal liegt hier richtig guter Loot rum. Ich glaube, ich nehme die Pump mit, ne? Auf jeden Fall Loot, womit man gewinnen kann. Ja, moin. Hau ich mir mal ein Medikit rein, ne? Ja, da gehe ich mal an den Baum, ne? Was sagt Zone? Oh ja, wieder ein Stückchen weg. Kleines Stückchen Dreck. Du bist ganz schön weit weg.
Gott sei Dank habe ich die Runde nicht gewonnen. Neuen Modus? Ich weiß nicht. Supreme, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Ordentlich Liebe bitte in den Chat. Ich brauche Musik. Geht ja. Fortnite hat getwittert. Was haben die getwittert? Warum sind deine Seiten permanent auf Null? Weil ich's kann. Immer. Seiten auf Null bin ich immer gehypt. Direkt eine M16 am Stisselino. Hab eben und glaube ich jetzt gespendet. Bist der beste YouTuber. Vielen, vielen Dank für 20 Euro. Das ist eine Menge Geld. Top Donation Emote. Bimsen, Mick. Rudi, mit Bande. Komm schon. Oh mein Gott, das wäre so episch gewesen. Thank you.
Zeig mir dieses Schild, die du hast, du kleine Sau! Wo kommt der wieder angerannt, der Penner? Brudi, ich seh dich doch. Komm doch mal hervor. Aus deiner verfickten Scheune. Was machst du denn da hinten? Willst du nicht da weg? Brudi, ich hab 11 Schuss für dich. Kack ab! Ja, der hat ein Jump-Pad. Eigentlich gerade nur für den Gegner das Jump-Pad benutzen. Glaubt ihr mir das? Weil der da so rumpimmelt da hinten. Ich wusste, dass du einen Sniper hast, du Penner. Mick! La 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 la. Den holen wir uns auch. Trimax, bist du das? Guck mal, man kann ihn nicht einschätzen, wo er... Ich kann ihn einfach. Wenn er mich tötet, ich schwöre ich. Man kann ihn einfach nicht einschätzen. Guckt ihn euch an. Es kommt. Crocodile spendet 23 Euro Überweisung. Diese Runde gewinnst du und diese kommt dann auf YouTube. Vielen, vielen Dank auch an Lamel10 für den Sub und Jonas die 2 Euro. Ordentlich Liebe bitte in den Chat und Top Donation Emote. Vielen, vielen Dank. Danke für den Support. Mega. So, ich muss mich jetzt ein bisschen auf die Materialien konzentrieren. Ein Airdrop würde sehr gut tun. Schlürfsaft drin. Sowas wäre geil. Haben eigentlich keinen schlechten Loot. Blaue M16, haben eine große Sniper. Haben die Silence-Waffe. Damit kann man auf jeden Fall Unfug, sag ich mal, betreiben.
Wie hat euch die Solo-Runde gefallen heute auf YouTube? Abgesehen davon, dass der letzte... Ach Mann! Warum? Warum? Warum treffe ich ihn nicht? Schildmacht? Was? Woher? Woher hast du noch Schild? Woher hast du noch Schild? Es ist so krass. Wann hat er sich das reingehauen? Er war einfach voll. Er war einfach voll. Guck mal, ich kann das Minischild nicht aufnehmen. Jetzt. Ja, moin, Digga. Krieg die Zone auf gar keinen Fall eingeholt. Auf gar keinen Fall. Die Frage ist, ob das mit drei Verbänden reicht. Wir müssen laufen, 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 laufen. Ich muss die ganzen 40 Sekunden laufen. Das ist richtig bitter. Lammel 10, Bro, natürlich, ne, sag mir dein Name, was kann lieber. Danke für den Zap. Danke für 15 Euro und ich liebe bitte in den Chat. Für Lammel. Oh, ich glaube, das wird Next-Gen. Ich glaube, das wird nix. Das wird nix. Nee, das wird nix. Das wird nix. Das ist zu weit. Sieben Kills, ich sterbe so. Selix, 11. Monat ist das krass. Danke, mein Lieber.
Vielen, vielen Dank und liebe bitte den Chat. Na, hallo, kleiner als drei. Jetzt sind die Aufwärmrunden vorbei. Ja, ab jetzt ist alles sehr enttäuschend. Alles ab jetzt sehr enttäuschend. Bann mal bitte Keke Keks, bitte permanent, danke. Hä? Kellertür. Hat er sich echt oben vom Haus durch den Boden geschlagen? Sonst wäre ich da doch gar nicht reingegangen. Mann! Eine Solo-Squad jetzt. Mach jetzt eine 20er-Kill-Runde. Mit Ansage. Manche Leute fragen mich immer, Mieke, also wie siehst du deinen Stream? Sag mal, in einem Objekt. Wie würdest du deinen Stream, was wäre das für ein Objekt? Und ich sage immer zu den Leuten, die mich das fragen, dass ich mein Stream wie einen Zug sehe. Mein Stream ist wie ein Zug, in den man einsteigt. Ja? Dino-Zug! Vor langer, langer Zeit, vor Jahren. Ei. Wo gehen wir denn hin? Retail Row? Retail Row.
Hab's noch nicht geschafft, das Frage-Antwort-Video aufzunehmen. Abu27 hat 50 Euro gespendet. Ich bitte den Chat um ein Top-Donation-Emote. Top-Donation, ich wiederhole. Top-Donation-Emote. Wait and drink a beer. Twitch Prime! Schlecht. Wir spielen erstmal noch ein bisschen Solo. Ich spiele mich ein, weil ich bin in Rage-Stimmung. Und das ist nicht gut. Ja, da hat einer geschrieben, 20 Kills. Geht weg von mir. Luca, danke für 5 Euro. Danke für den Sub. Du bist im Stream noch lustiger als auf YouTube. Bin noch neu hier. Ich bin ja auch eher Streamer als YouTuber. Aber ich freue mich natürlich wirklich. Könnt ihr auch gerne Bescheid sagen für die Leute, die nur YouTube gucken. Ich freue mich wirklich über jeden, der hier zu Twitch kommt und hier zuschaut. Das ist sehr, sehr geil. Wann kommt der 12-Stunden-Stream? Morgen, Bro, von 12 bis 12. Ja, Basti, habe ich. War die Platte gestern geil? Choc Choc Güzel. Hammerplatte. Wo gehen wir hin? Lass mal das. Nee, lass. Salty Springs. Grease, vielen, vielen Dank für deinen Sub, Bro. Es tut mir leid, falls ich das überlesen haben sollte. Wenn ich mal irgendwas vergesse, schreibt es in den Chat, das ist keine Absicht. Ich möchte alles vorlesen. Moin, ja moin. Gönnt er sich hier einfach den fucking Trank?
brauche Materialien. Gib mir ein kleines bisschen Holz. Wie von dieser Holzhelle. Ich mach den Baum kaputt. Zack. Oh, da vorne. Hab ich etwas gewittert? Ja, moin. Es ist weggewittert. Komm her! Geht der denn da hin? Ach du Scheiße. Er hat Schild. Ein Tag nicht Fortnite zu spielen, tut mir nicht gut. Es tut mir nicht gut. Genau richtige Entscheidung, sich hochzubauen. Subpoints musste mal erneuern. Das stimmt. Das ist eine gute Entscheidung. 2500 Zuschauer. Holy fuck. Subpoints. Vielen, vielen Dank. Was hast du mit Epic besprochen? Bro, vom Handy weg. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, Daily Moments, genau, war ich drin in der Folge. Epic Games haben wir viele Projekte besprochen für 2018. Pulli kommt auch, ja. Der Pullover kommt. Wieso gehst du nie auf Loot Lake? Meine ich so. Geiles Video gestern. Vielen, vielen Dank. Da waren noch gute Runden dabei, ja. Keine Waffe im Scheißhaus. Okay, das ist ein guter Start. Minischild 150. Okay. Viewerbot. Viewerbot? Ja. Auf jeden Fall, Digi.
So. Ich möchte mal kurz einen Beweis haben, dass wir hier kein Viewerbot sind. Chat, ihr dürft ganz kurz, aber nur ganz kurz, komplett die Lage übertreiben und alles in den Chat spammen, was ihr wollt. Und dann, zur Beruhigung, kommt ein Submode rein. Also, gebt Gas, schreibt rein, was ihr wollt, zeigt mir, wie viele Leute hier sind. Ja! Genauso muss der Chat aussehen. Boah, wird gespammt. Platte, schreibt nur einer. Platte. Submode kann rein. Moderatoren, sperrt sie ein! Sperrt sie ein. Wo sind meine Subs? Hallo, ich meine Perle. Aber es ist mein... Ich kann, ich kann, ich kann. So, vor uns gebaut. Aber in der Dunkelheit sieht man immer schlecht. Da müssen die Katzenaugen aktiviert sein. Wo ist der Gegner hier? Ich meine, wo der hingelaufen ist. Von der Zone her kann er auch... Nochmal, da wurde sich hochgebaut. Mickey Shorts mit Loch ist an. Dieser Chat befindet sich nur im Emote-Modus. Ey, ich finde keinen Gegner. Ach. Oh. Der hat keinen Scar. Das ist nicht der mit der Scar. Hä? Hä?
den Headshot gesehen? Mein lieber Scholli, Alter. Skisk. Du bist es gar nicht würdig. Rocket Launcher auf jeden. So, Submod kann wieder rauschecken. Wollen wir da hinten zum Airdrop nochmal? Ja, viel zu weit weg. Beste, Digga. Richtig gut. Warum leckt es? Es leckt. Merkt ihr das, Chat? Oh, Schilder, Digga. Airdrop. Airdrop finden wir, oder? Oh ja, Gegner. Es leckt! Warum leckt es so krass? Schließ mal ein paar Sachen hier. Ja, das kann natürlich auch sein, weil mich über Epic Games wieder 1000 Leute anschreiben. Weil ich einfach aus Gutmütigkeit, ja, Freundschaftsanfragen annehme. Und 10.000 Leute schreiben mich an. Du kannst auch nur lenken. Sehr, sehr nice, dass wir 100 Rüstung haben. Das gefällt mir. Ich habe sehr, sehr gerne 100 Rüstung. So häufig. Guck mal, wie?
Ibims einen Mick. Vorne ist noch unser Jump Pad. Chronix, danke für den Sub. Wie eine Dampframme. Boah, hab ich viel Material hier. So. Ein Kill noch, dann haben wir 10 Kills. Dann ist das in meinen Augen eine gute Runde. Und je nachdem, wie jetzt die letzten Kills nochmal ausfallen, kann es auch eine YouTube-Runde werden. Ja, lol. Ah, da oben drauf beispielsweise. Sorry, Digga, dass ich existiere. Oh, da oben ist noch eine Kiste, aber wird. Gar nicht vieles. Goldene Scar oder so? Mal da. Auch noch ein Gegner. Ist das die Frage, ist das der Gegner aus dem Turm? Wenn es hier endet, dann ist auf jeden Fall mein Vorteil, dass wir viele Materialien haben. So nicht, mein Bester! So nicht! Okay, die Frage ist, in so einer kleinen Zone, da müssen ja echt noch... Da müssen die sich ja echt versteckt haben. Was haben wir für ein Loot? Richtiger Streamer-Loot. 141 Sniper, 600 AR, 29 Rockets, 3 Medikits. Moin, Vatern. Trimax hier. Oh, da beim Nass, das ist interessant. Meint ihr, jemand chillt hier noch im Moisty? Moisty, Moisty, mach mal Piep. Mäuschen, Mäuschen, mach mal Piep. Jump Head, nehme ich mit Kusshand. Ja, Toni94 kriegt ein Sub geschenkt von Jabo. Liebe bitte in Chat. Sehr geil. Dampframme. Rick Dangle. Okay. Alles bist der noch. Beste. Den nur mal noch so. Man spricht meinen Namen deutsch aus. Bist der Beste. Den nur mal noch so. Man spricht meinen Warum Namen deutsch aus. Warum liest die Alte das zweimal vor? Ich komm nicht klar. Es sind noch echt viele Leute. Aber wo? Sind die alle im Knast oder was? Kann doch gar nicht sein. Gucke mal.
chill doch einmal ganz kurz. Hab dich. Du musst deine Rüstung erneuern. Rüstung erneuern. Rüstung erneuern. Da würde ich nicht sorgen. Okay. Dann geh halt nicht raus. Ganz üble Rocket. Und hat Spaß gemacht. GG. 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 Bis morgen, Rico. Der gute alte Kriegsschrei. So sieht's aus. Wo ist Platte? Oh, Platte. Subpoints kurz checken. Müssen. Also, Subpoints. Subpoints. Fast 3000 Zuschauer, danke dafür. Ja, über 3000 Zuschauer sogar. Nice. Vielen Dank. Wo gehen wir hin? Ich hab, glaube ich, Bock auf Anakin. Was geht das? Chronix, danke für 5 Euro, Bro. Liebe im Chat. Ty Tony. Was geht, Bro? So. Bam, Shotgun auf C. Dann läuft's. Okay.
Mickey Buschmann. Jetzt sind hier keine Gegner oder was? Mein Hund hat sich wegen dir erschrocken. Sorry. Ich höre dich über Headphone. Schrei nicht so. Ich hab Bock, einmal richtig laut zu schreien. Timeout doch mal bitte, wer Karma. Das ist einfach kein Sub mehr. Danke. Okay, ich habe eine Frage. Kann das mal bitte einer ganz kurz zusammenrechnen? Ich hitte ihn mit 105 Schaden. Was war mit dem los? Nee, Basta, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass bei Elgato auf jeden Fall lange dauert, mein Bester. Ich habe auf meinen Greenscreen anderthalb Monate gewartet. Aber Stream Deck sind wir eigentlich relativ schnell. Ich habe nur auf meinen Greenscreen lange gewartet. Tomate Mozzarella Beste. Genau das, was ich brauche. Ein Schild fast kommt. Lol. The Original Dude, danke für den neuen Sub. Wenn die lieblich flötet, darfst du doch nicht tauchen wie eine Dampframme.
richtiger Chef-Struggle-Spieler. Bitte nicht. Holy shit. Was für ein Struggle hier wieder. Ja, Raketenwerfer. Keine fucking Munition. Moin, verdammt. Chronix Bro, danke für 3 Euro. Mozzi, 152 plus 35 letzter Hit. Alles klar, Digga. Ich hab halt keinen Sturmgewehrschuss. Danke für die Spende, Bro. Ich werde die Nachrichten nach der Runde vorlesen. Und da vorne auf jeden Fall noch das Medikit mitnehmen. Fünf Gegner zu killen wird noch schwierig. Mindestens auf 10 Kills kommen wir halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das wäre schon wichtig. Erstmal in die Zone. Weil Medikit, ja. Das habe ich jetzt auch mitgenommen. Hauen wir das auch gleich rein. Gut ist, dass wir auch wieder Rockets haben. Ein paar Materialien haben wir auch. Was mir gar nicht gefällt, ist diese Schlucht hier.
Das ist wirklich... das ist hier echt das Tal des Grauens mit den ganzen Hügeln und... hier kannst du nicht aggressiv spielen. Das ist unmöglich. Du musst hier echt... also ohne Schild... geht hier gar nichts. Krasma 187. Auf weitere Monate. Twitch Prime! Zweiter Monat, mein Bester. Vielen, vielen Dank. Sitzt aber nicht. Auf weitere Monate. Wir müssen auf Kills gehen, weil uns fehlen 5 Kills. Guck mal, da oben allein schon ist einer. Uns fehlen 5 weitere Kills für 10 Kills und ja. Ah, jetzt nur eine 4, 5, 6 Kill-Runde. Weiß ich nicht. Es riecht eher nach Hundearsch. Hat sich früh verabschiedet. Wer weiß, wie der gestorben ist. Vier Leute noch töten. Den Airdrop da vorne würde ich mit Kusshand nehmen. Und jetzt muss ich alle vier töten. Krieg ich alle letzten vier gekillt. Puh! Hier ist jemand verreckt. Da vorne ist ein Gegner. So, 3 Leute. Raketen haben wir en masse. Ist einer. Hier könnte im Haus auch einer sein. Alter Penner. Kann ich mich so heftig in eine Sandwich-Situation bringen? Boah, du Dreckiger. Muss beide noch killen. Komm,
ich krieg die Legendary Sniper nicht gelootet. Na ja, moin. Danke für die ganzen Alerts, Leute. Danke für den ganzen Support. Ich will Bert gleich alles nach der Runde vorlesen. Ja, moin. Ja, moin. Oh, der eine ist tot. Wie hat er das denn geschafft? Die 10 Kills werden mir verweigert. Trotzdem schöne Runde. So. Dann mal ein paar Support-Sachen vorlesen. Chronix 6,44 Euro, Paysafe Card. Muss Colin Paolo 1,44 Euro, Ibimsen Mick. Chronix 6,44 Euro, Paysafe Card. Chronix 3,94 Euro, Paysafe Card. Dankeschön. Einfach, er schreibt einfach nur ein Smiley. Wieder Chronix mit 2,69 Euro. Wieder mit dem Smiley. So, dann haben wir M. Clara mit 100 Bits. Vielen Dank für 100 Bits. Dann haben wir This Knife im dritten Monat. Ne, im zweiten Monat. Der has resub for. Dreimal. This Knife, Justin Carr. Justin Carr schreibt auch. Ja, moin. Ja, moin. Mr. Miyagi 1993 spendet 5 Euro. Bist recht in Ordnung, Dicker. So, und dann ein Schwarzbär auch. Zweiter Monat, Kuss aufs Auge. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank für den Support.
Los! Oh mein Gott, los! Lost Aiming hostet uns mit 1646 Zuschauern. Holy fuck. Digga, Lost. Die alte PUBG-Legende. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, dass du mir deine Community anvertraust. Ich werde mich auf jeden Fall revanchieren. Hast du Fortnite gezockt, mein Bester? Hat der gute Lost Fortnite mal ausprobiert? Ey, Lost, vielen, vielen Dank, Mann. Ich werd mich auf jeden Fall revanchieren. Vielen, vielen Dank für deinen dicken Host, Mann. Community bisschen gegenhalten. Vielen, vielen Dank. Ja, hat er. Wie geil. Und hat es ihm gefallen? Hat er zum ersten Mal Fortnite gezogen? Ich weiß das gar nicht. Sonst ist er ja. Der ist ja nur bei PUBG. Wie geil. Mega. Wir machen direkt weiter. Wir müssen direkt ein bisschen Show zeigen. Es geht direkt weiter. Ich höre auf zu essen. Real Painless Dude, Twitch Prime. Herzlich willkommen in der Elite. Kuss aufs Auge, mein Bester. Lost, vielen, vielen Dank, Mann. Ich werde mich auf jeden Fall revanchieren. Danke, wirklich. Mal kurz ein 2000 Viewer-Host hier rein. Holy moly. Danke. Ja, muss ich aber den Leuten von Lost beweisen, was ich kann. Um wie viel Uhr kommt der neue Bonus? Ich weiß das gar nicht. Vorhin hat Epic Games über Twitter irgendwas rausgehauen. Da könnt ihr mal nachgucken. Moin Jonas, grüß dich mein Lieber. Krankheit, wunderschönen guten Abend. Was war das für ein Pity Platsch Remix? Das war von Gebrüder Brett, die gute alte Dampframme. Das ist ein kleiner Insider so von meinem Stream. Ich höre überhaupt kein Techno oder so, aber die Dampframme, die geht. Lost sagte, hier geht was ab. Ja, durchaus. Hier gehen Felder. Der neue Modus kommt 20 Uhr. Oh. Ja, 20 Uhr ist so ein Ding, ne? Ich muss meine Frau, meine beiden Kinder abholen. Dann werde ich mit denen noch den Abend so verbringen. Aber wir haben ja morgen einen ganz fetten 12-Stunden-Stream von 12 bis 12 vor uns, wo wir den ganzen neuen Modus zocken werden. Denke ich, gibt es auch wieder ein paar Viewer oder Subgames oder wir spielen mit irgendwelchen anderen Streamern. Einfach so, um den ganzen Modus zu testen, was es da so Schönes gibt. Na, wo kommst du denn her? Da hat er die Sniper schon bekommen. Oh, ärgerlich. Schade. Schade. Das wäre, vielleicht hätten wir wegkommen sollen. Minischild, der Schild rein. Aber mit der Sniper da am Anfang, das ist nichts gut. Das ist nichts gut. RIP, ganz genau. Lost Aim RIP Emote. Wenn das Lost sieht, ja, dann gibt's direkt den Anhost. Spiel doch morgen mit Lost, er ist da auch am Stream. Ich weiß gar nicht, wie oft der Fortnite spielt. Also, wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mitbekomme, dass der überhaupt Fortnite hat. Die alte PUBG-Legende. Aber wenn der Bock auf Fortnite hat, soll er rankommen. Natürlich.
Also das war das erste Mal heute. Flashmaker. Und hat's ihm gefallen? Was hat er gesagt? Wer ist Lost? Bitte flüstern. Der Lost Aiming, das ist, ich würde mal sagen, so einer der ersten im deutschsprachigen Raum, der PUBG gestreamt hat. Der ist damit auch gut groß geworden. Ich glaube, 100.000 Follower auf Twitch. 100.000 Abonnenten, glaube ich, auch auf YouTube. Könnt ihr mal gerne die Moderatoren, falls ihr die nicht kennt, könnt ihr mal gerne einen Link reinballern. Schaut ihn auf jeden Fall an. Im PUBG macht er seine Sache sehr gut. So. Wir gehen. Da, wo wir hingehören, in die Tomatenstadt. Hallo Miba, grüß dich. Danke an die Mods. Die Platte in der Nacht war mit Trimax, Hurrikan und Flying Uwe. Sehr, sehr lecker. Coole Aktion, auch spontane Aktion. Hat Laune gemacht. 104.000 Follows. Ja, für den deutschsprachigen Bereich. Mein lieber Scholli, sage ich dazu. Ist nicht wenig. Freue mich voll auf morgen 12 Stunden streamen. Ja. Mega. Kennst doch die 12er. Die ballern so, mir so weg die 12 Stunden. Hab auch richtig Bock. Kommt mir schon wieder vor, als ob wir einen Monat keinen 12 Stunden Stream gehabt haben. Wir brauchen die 12er. Diese Community braucht diese 12er. So, erstmal den Schlürfsaft rein. Habe gestern König der Löwen geschaut, musste an dich denken, König der rothaarigen Rauf. Rauf. Rauf meinst du wahrscheinlich. Rauf. Die 12-Stunden-Streams sind mein Lebenselixier. Oh, wir haben jemanden im Haus gehabt. Weiß zwar nicht, was der da gemacht hat, aber... Ah, wir haben hier noch eine Kiste. Oh! Uff, da wird Zeit für etwas. Okay, es wird eventuell doch nicht Zeit für eine kleine Ska-Geschichte. Aber jetzt wird Zeit für eine kleine Ska-Geschichte. Chat, vielleicht seht ihr diese Waffe. Ich leg sie euch mal hier. Normal in diesen Gang. Und ihr könnt wirklich die Perfektion in einer Waffe begutachten. Natürlich. Wenn wir sie angucken, ihr seht, sie hat Kratzer. Sie hat Narben. Diese Waffe hat ihre Geschichte. Aber mit dieser Waffe wurde auch schon so oft Geschichte geschrieben. Seid ihr bereit, dass wir diese Runde mit der Ska-Geschichte schreiben? Sie ist ohne Frage, egal was du hast, Raketenwerfer, Sniper. Diese Waffe
ist die beste Waffe im Spiel. Natürlich ist sie dazu nicht nur epic, sondern sie ist legendär. Diese Waffe hat einen Namen. Und ich gebe offen zu, dass ich einen Scar-Fetisch habe. Aber wir sagen nicht einfach Scar zu dieser Waffe. Wir sagen zu dieser Waffe Skiskiskar. So, dann wird's mal Zeit, dass wir jetzt alles auseinandernehmen, was es hier in diesem Spiel gibt. Sind in der Zone. Einzige, was uns stoppen kann, ist ein Sniper-Headshot. Hallo? Chris Angel, Mind Freak. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab deine kleine Fußspur gesehen. Also so, mein Bester. Wie hieß er denn? Davyux90, Buddy. Falls du das gesehen hast. Also, so geht man nicht gegen den Highground vor, ja? So wird das nix. Ne, dann eventuell hier die Treppe abschießen und nochmal neu probieren. Ja. Oh oh, da oben ist was Feines. Da oben ist was Feines. Leck? Wie Leck? Ich hab keine Lecks. Was für ein Leck? Die Nate! Sag mir bitte, ihr habt die Nate gesehen! Sag mir bitte, ich hab die Nate gesehen. Habt ihr die Nate gesehen? Chat, sag mir bitte, ihr habt die Nate gesehen. Als wenn ich nicht auf seinem Kopf war! Puh. Wir haben eigentlich nur die Ska. Ja, wir brauchen was auf Range. Haben eine Pump. So. 22 Leute noch am Leben, 6 Kills haben wir schon. Das war auf jeden Fall eine gute Nate. Ich glaube, die Nate war so gut wie Max Range. Headshot. Meine Chat, wie viel Bock der noch hat, wenn er da erstmal so einen Headshot bekommt. Ich glaube, der hat nicht mehr so viel Bock.
Komm, Papi. Sag mal, könnt ihr mal aufhören mit der Scheiß-Sandwich-Scheiße? Boah, ihr geht mir echt auf die Eier gerade. Dafür einen Hit. Ja, auch von der Seite zubauen. Man kennt meine Pappenheimer. Bin nur ich der Meinung oder ist es meistens so, dass Streamer öfter in einer Sandwich-Situation sind als normale Spieler? Wird da gemogelt? Nein, nein, alle sind im Sandwich. Sind wir alle immer im Sandwich-Chat? Ja, moin. Der guckt auch nicht nach hinten, der Boy. Der ist sich so sicher, dass nichts von hinten kommt. Das ist unglaublich. Der rennt da erst. Da haut sich doch hier schon wieder Schilde rein.